Guten Morgen. So, ich habe gerade die Kinder abgeliefert in Schule und Kindergarten. Die Sonne scheint gerade richtig schön. Also heute ist, glaube ich, ein richtig schöner Tag. Schönes Wetter wird es heute. Nicht zu warm, nicht zu kalt und schön sonnig. Ich stehe jetzt schon vorm Supermarkt, werde jetzt unseren Wocheneinkauf machen. Zu Hause wartet schon ein riesen H&M-Paket auf mich. Ich war ja letztens bei H&M und habe da die schöne Weste gekauft und hatte den Rest aus der Kollektion ja online bestellt. Das ist jetzt alles angekommen, oder hoffe ich, dass alles angekommen ist. Manchmal kommen ja noch da so Teillieferungen nach. Genau, jetzt werde ich eben schnell den Wocheneinkauf machen. Dann zeige ich euch zu Hause, was wir so eingekauft haben. Und dann werde ich mit euch das H&M-Paket auspacken. So, da bin ich wieder. Etwas geschafft, weil ich ja immer schön hochlaufen muss. Also eingekauft habe ich erstmal für mich ein paar schöne Blumen. Das ist eine Überraschung, welche Farbe da rauskommt. Ich glaube aber weiß. Die meisten dort waren weiß. Für die Kinder ein bisschen Joghurt. Die mögen das immer gern, wenn da ein bisschen Knister, Bonbon, Knusper drin ist. Und Pink sowieso. Dann habe ich passierte Tomaten. Die braucht man ja immer mal für Soßen, für Bolognese, für Gulasch, für alles Mögliche eigentlich. Dann hat die Rosalind sich gewünscht Toffifee. Die gab es jetzt schon im schönen weihnachtlichen Design. Ist ja auch schon September. Milch, ganz normale Milch. Die ist hauptsächlich nur für in den Kaffee. Und die Olivia trinkt ab und zu mal einen Kakao, aber ansonsten geht hier Milch eigentlich nicht. Cornflakes oder Müsli essen die so ohne Milch quasi trocken. Weiß ich nicht warum. Also wir essen das immer mit Milch, wenn wir das mal essen. Aber dann Gewürzketchup, weil unserer langsam leer ist. Und die Olivia und die Rosalind lieben Gewürzketchup. Rotkohl, weil ich die Tage, ich glaube morgen, Sauerbraten machen möchte mit Rotkohl und Klößen. Habe ich den Rotkohl mal geholt. Bananen. Die Olivia, die liebt Bananen. Die isst so in einer Minute eine ganze Banane weg. Dann haben die beiden gefragt, oder besser gesagt, die Rosalind hat gefragt, ob sie mal Fanta darf. Habe ich jetzt mal eine Flasche Fanta Zero geholt. Gucken, ob sie das mag. Gurke geht immer. Obwohl ich sagen muss, die Gurken sind ziemlich mager im Moment. Lieblingsnudeln. Fusilli. Lockennudeln, sagt sie immer. Haben wir jetzt schon lange nicht mehr gehabt. War sie jetzt schon etliche Male sehr traurig. So, dann habe ich, die hatte ich gestern, ich habe versehentlich den Fehler gemacht und habe das Prospekt, Angebotsprospekt mit der Rosalind durchgeguckt und mir dann einen Einkaufszettel geschrieben. Und ja, hat die Rosalind die Torte hier gesehen und gefragt, ob wir heute eine Minions-Torte machen können. Ja, machen wir dann mal, ne? War mir jetzt so auf schnell ein bisschen zu heftig selber zu machen. Dann habe ich geholt Salat, Tüte Salat. Salat geht hier immer, aber nur für uns. Die Kinder mögen meist nicht. Die Olivia mag Tomatensalat, die Rosalind Gurkensalat, Bohnensalat, aber so Blattsalat eher nicht. Dann habe ich geholt für den Sauerbraten diese Mini-Knödel. Ich mache auch gerne Klöße selber, aber die schmecken den Kindern besser. Also es schmecken aber, weil die auch so klein sind und so, die essen die halt lieber. Jetzt habe ich die geholt. Ist dann auch einfacher. Habe ich direkt zwei Sorten geholt. Einer wird, glaube ich, etwas knapp. Kleine Cocktailtomaten, weil die Olivia jetzt so gerne Tomaten isst. Da ist Minions Kroketten. Dann habe ich jetzt mal geholt, wollte ich mal ausprobieren. Nochmal zu. Veggie Schnitzel und Veggie Nuggets. Ja, wollte ich mal zum Mittag machen. Für Patrick und mich ein Schnitzel, für die Kinder die Nuggets. Bin ich sehr gespannt. Wir wollen gerne ein bisschen vegetarischer essen, weil ich der Meinung bin, oder besser gesagt der Patrick auch, dass wir halt viel zu viel Fleisch essen. Man hat sich da einfach so dran gewöhnt. Es wurde einem so anerzogen, sage ich mal. Und das war halt immer so, dann macht man das so, ne? Aber eigentlich finde ich es Quatsch. Deswegen habe ich auch Käsetortellini geholt. Die gibt es hier einen Tag. Und da brauche ich dann auch passierte Tomaten, weil da gibt es Tomatensoße zu. Und dann werde ich die mit Käse überbacken. Das essen wir hier gerne. Für die kleine Sucht für die Mama. Starbucks-Kaffee kalten. Ja, das ist leider mein Laster.
eines meiner Reste. Die absoluten Lieblingsbonbons von uns momentan. Ich glaube, die sind auch neu. Also hatte ich vorher nie gesehen. Wir lieben eh saure Bonbons, so Gummis. Und das ist jetzt hier so eine gemischte Tüte. Richtig lecker sind die. Tomaten. Richtig schöne, dicke Tomaten. Eier. Ich habe jetzt diesmal Bio-Eier geholt. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang diese, hatte ich schon mal in einem anderen Video gesagt, diese Henne und Huhn oder so. Nee, warte mal. Henne und Hahn. Henne und Bube. Oh, ich weiß es nicht. Die heißen auch überall ein bisschen anders. Auf jeden Fall sind das extra Eier aus Höfen, wo die männlichen Küken am Leben gelassen werden. Die hole ich normalerweise, die hatten wir jetzt aber nicht. Und diese Bio-Eier, die habe ich einmal geholt und die sind, oder die waren damals so extrem gelb. Und da hat die Rosalind die nämlich nicht gegessen. Und jetzt habe ich hier mal so eine kleine Packung, ich weiß, furchtbar dieser Plastikmüll, aber so eine kleine Packung Bananen-Pancakes. Einfach für die Schule, für die Dose. Wenn sie die mag, dann würde ich nämlich dann auch selber welche machen, aber ich würde das gerne erstmal ausprobieren, ob sie überhaupt Pancakes in der Schule mag. Und dann hatten sie im Angebot Valensina-Frühstücks-Orangensaft. Habe ich die Rosalind gestern bei dem, als wir das durchgeschaut haben, gefragt, ob sie mal Orangensaft möchte. Momentan trinken die Kinder gerne mal ein Glas Bananensaft. Ja, jetzt habe ich mal Orangensaft. So, und dann hatte ich letztens den Schrank mit den ganzen Waschmitteln und Putzmitteln aufgeräumt. Und dann habe ich gefunden, so eine Tüte, Gratisprobe, diese Unstoppables Wäscheparfüm. Weil wir ja hauptsächlich, also jetzt im Sommer haben wir immer draußen getrocknet oder auch mal drinnen, aber hauptsächlich den Trockner benutzen. Und ich finde, wir benutzen keinen Weichspüler, dass die Wäsche danach überhaupt gar nicht mehr nach Waschmittel riecht. Also gar keinen Geruch mehr hat. Ich möchte aber auch keinen Weichspüler mehr benutzen. Ja, und dann hatte ich jetzt dieses Probepäckchen und habe das mal reingeschmissen, mit reingeschmissen in die Wäsche. Puh, oh, die Wäsche, die riecht danach so extrem gut. Und das war so ein kleiner Beutel und ich habe den jetzt 4-mal benutzt, also auch nicht zu viel reingetan. Und war echt richtig, richtig extrem. Jetzt habe ich mal deswegen so eine Packung geholt. Dann Patricks Lieblingsduschgel. Ich war ja letztens bei DM einkaufen, aber hatte ihm da extra nur eins geholt, weil der eigentlich am liebsten das benutzt und das gibt es halt bei DM nicht. Oder doch, gibt's, aber nur, wenn die das irgendwie im Special-Angebot haben im Gang. Dann hatte ich beim Durchforsten unseres Reinigungsschrankes auch so ein Entstaub-Ding gefunden von Swiffer, glaube ich. Und da habe ich jetzt mal diese, ich hoffe, die passen auch. Hatte aber geguckt, eigentlich sieht der Stab genauso aus. Habe ich mal diese Ersatztücher geholt, weil wir das nämlich richtig gut fanden. Vor allem die Rosalind fand das ganz toll, damit dann jetzt immer abzustauben zwischendurch. Wir haben hier ziemlich hohe Fenster und deswegen scheint hier auch, also hier scheint eigentlich den ganzen Tag die Sonne rein. Man sieht es ja auch jetzt, es scheint ja total hier rein. Und am Nachmittag scheint es dann halt an der anderen Seite total rein. Und da haben wir immer echt ganz schnell so Staubbelege, sage ich mal, so leicht. Und damit kann man ja einfach mal immer so drüber wischen zwischendurch, zwischen dem Putzen. Ja, dann habe ich noch hier Schlagsahne geholt. Auf Reserve brauchen wir die immer. Die mache ich gerne in die Soßen rein. Ja, oder wenn man halt auch mal Schlagsahne macht, aber machen wir eigentlich eher weniger. Die Kinder mögen gar nicht so gerne Sahne und ja, dann kommt das da kaum zu. Wenn dann ja überhaupt zu einem trockenen Kuchen, finde ich, passt Sahne nur. Zu diesem Kuchen wie den Minions, finde ich, ja, kann man aber, also essen wir nicht. Dann werde ich jetzt mal meine Blumen in die Vase stellen und dann werde ich mit euch jetzt gleich, ich räume eben den Rest noch in den Schrank und dann werde ich mit euch gleich mal das H&M-Paket durchgehen. Ich habe es nämlich noch gar nicht geöffnet. Das Riesenpaket habe ich jetzt noch gar nicht aufgemacht. Das mache ich jetzt gleich mit euch zusammen. So, ich habe mir erstmal schon mal einen gegönnt von meinen Lastern. Einmal kam hier so eine Tüte. Das ist einmal so ein Kleid. Richtig süßer Aufdruck. Und dazu ist dann die Leggings, die wie die Weste ist. Mit diesen, da sind Einhörner und Rehe drauf. So, dann kam vorgestern schon so ein 5er-Pack Shirts. Das ist einmal ein cremefarbenes mit so grünen kleinen Blümchen.
dann so ein Rosé-Altrosé-farbenes, dann mit dem Muster wie die Leggings und wie die Weste, ein schwarzes und das hat Jerusalem heute schon an, so ein grünes mit Reh. Genau, das sind jetzt die gleichen Shirts, noch in einer anderen Größe, die habe ich für eine Freundin mitbestellt. Deswegen packe ich die auch nicht aus, die lasse ich jetzt so liegen. Dann kam das noch gestern, weil ich dachte, das passt eigentlich auch schön zu den Sachen, zu der Leggings. Und das kam gestern noch, ist aber noch ein bisschen groß. Das gab es nur noch in 134, 140. Aber da wird sie jetzt schnell reinwachsen, denke ich. Dann diese Leggings, die sind so ein bisschen dicker. Das Jeggings heißen die, meine ich sogar. Einmal in diesem Altrosé. Ne, die haben ja so ein bisschen Jeans-Optik. Und für die Olivia kam gestern dieses süße Pippi Langstrumpf, so ein Hoodie-Kleid. Pippi Langstrumpf mag ich ja total gerne, die Sachen davon. Aber die Rosalind ist da raus, ne? Die möchte das nicht mehr. Da gibt es so eine Marke, Martinex, genau, Martinex heißen die. Die haben immer sehr süße Pippi Langstrumpf-Kleider. Da hatte ich für die Rosalind mal, wo die noch kleiner war, 3-4 Stück geordert. Die haben dann auch immer die passenden Leggings dazu und die passenden Beanies. Total süß. Ja, einmal die Regenjacke, die gab es jetzt in Rosalind. Also ich habe die ganzen Sachen nur für die Rosalind bekommen mit diesem Muster. In 92 ist kein Rankommen, also ist die ganze Zeit ausverkauft. Hatte ich dann jetzt auch keine Lust. Die müssen ja auch nicht immer alles gleich haben, ne? Das weiß ich aber nicht. Also die werde ich ihr nachher zeigen, ob sie die haben möchte, weil mich stört daran, dass diese Sachen mit dem Muster alle in so ja, schwarz oder ganz dunkelgrau sind und die Jacke ist halt blau. Finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Weiß ich auch nicht, warum die das so gemacht haben. Weil, der Jacke, also die ist ja dünn. Die Weste zum Beispiel kann man da jetzt nicht drüber ziehen, ne? Weil das sieht ja doof aus. Und die Jacke über die Hose, das sieht auch blöd aus. Also gut, die Altrosé-Sachen passen trotzdem. Deswegen, wenn sie ihr gefällt, dann kann sie die behalten. Eine Regenjacke, so eine dünne, die man immer mal in die Tasche schenken kann, hat sie auch noch nicht. Für die Olivia habe ich jetzt mal hier so einen Fleece-Anzug, Zweiteiler. Den Leo geholt. Fand ich jetzt richtig cool. Und da haben wir einmal diese hier bestellt. Weil da ja auch so viel Rosé in dem Muster drin ist, habe ich gedacht, das passt gut, Rosé. Und die ist auch so Teddy-mäßig. Und dann hat die hier so einen Gold-Glitzerrand. Schöne Jacke. Ohne Kapuze. An der Weste ist ja schon eine Kapuze. Finde ich nämlich dann immer ein bisschen nervig, wenn dann darunter noch eine Kapuze ist, muss man die immer raus. Ich fand dann auch noch diese Sweatjacke schön. Eine Sweatjacke hat sie auch noch gar nicht in der jetzigen Größe. So kann sie jetzt halt auch noch ihre Sommer-T-Shirts anziehen und dann so eine Sweatjacke drüber. Das passt ja dann. Das ist hier so ein Schlafanzug. Eine ganz normale lange Hose dazu. Und diesen Schlafanzug. Ich mag diese Schlafanzüge mit diesem Volant drunter. Da sehen die immer so süß aus, die Mädels. Die fand ich auch so süß. Die gab es allerdings nur noch in 98. Wollte ich mal gucken, wie die ausfällt. Manchmal hat man ja Glück, da fallen die Sachen nicht so groß aus. Ja, die Olivia hat ein Sockenproblem, habe ich festgestellt. Wir hatten zwar Socken mal geholt. Aber irgendwie hat die nur so 6 Paar Socken. Ja, dann habe ich da jetzt mal hier so süße Socken. In so süßen herbstlichen Farben, sage ich mal. Mit Igeln, Eichhörnchen. Ja, das sind diese. Die sind auch eigentlich schön. Die haben so Samt-Schnürbänder. Die ja richtig schön so lackig, lackglänzend. Und innen drin richtig schön gefüttert. Mütze und Loop im Set. Auch so ein bisschen Leoprint, aber rosa. Fand ich süß. Für die Olivia. Und das Kleid noch für die Olivia. Das hatte ich bei H&M gesehen, wo ich da war jetzt. Gab es aber leider nur noch in klein und nicht mehr in ihrer Größe. Das fand ich so niedlich. Ja. Ja, das war's.
Das war meine Mega-Bestellung. Ich räume dann jetzt mal die Sachen ein, bevor die kommen. So, ich habe jetzt schon mal angefangen, Tortellini-Auflauf zu machen. Hatte ich mich jetzt spontan dazu entschieden, dass wir den heute machen. Die Kinder abgeholt. Wir waren noch kurz auf dem Spielplatz ein bisschen, also die Rosalind und ich, weil das ist ganz schön. Die Rosalind hat jetzt immer ein bisschen früher Schule aus, als die Olivia beim Kindergarten fertig ist. Dann hole ich immer die Rosalind ab und kann dann mit der noch so eine knappe halbe Stunde alleine irgendwo hin. Ja, ich hatte sie gestern gefragt, ob wir nochmal kurz zu DM sollen oder auf den Spielplatz. Da hat sie gesagt, sie möchte auf den Spielplatz. Eigentlich ist sie gar nicht so für Spielplätze. Und heute habe ich sie gefragt, ob wir das Auto aussaugen gehen sollen oder auf den Spielplatz. Und wollte sie wieder auf den Spielplatz. Verstehe ich gar nicht. Ja, und so waren wir dann jetzt immer noch so eine knappe halbe Stunde alleine auf dem Spielplatz, was ich richtig schön finde. Weil die Rosalind hat ja jetzt, sage ich mal, die letzten 2 Jahre wenig Zeit mit mir alleine gehabt. Ich meine, wir machen das zwar öfter schon so, dass ich dann mal samstags oder sonntags mit ihr was alleine unternehme, so den halben Tag. Einmal waren wir hier in der Stadt bummeln alleine. Dann gehen wir mal ab und an allein ins Kino. Also ich versuche schon auch mit ihr separat Zeit zu verbringen, Quality Time. Nur mit der Mama. Aber ist natürlich trotzdem viel, viel weniger geworden als sonst, ne? So, ja, ich hatte jetzt schon hier die Tortellini in die Auflaufform. Dann habe ich da Tomaten drauf, Tomatenscheiben drauf gelegt. Jetzt lege ich da noch Mozzarella-Scheiben drauf und dann mache ich noch so eine Soße. Hauptsächlich aus Sahne, Tomatenmark, bisschen Brühe. Und ein paar Gewürze, die kippe ich dann da noch drüber und dann kommt das eine halbe Stunde in den Ofen und dann ist das auch schon fertig. Also total easy, schnell. Dann ist das vegetarisch und es schmeckt allen. Die Rosalind mag nicht so gerne so Tomatenstücke. Also sind das so große Scheiben, die kann sie sich ja dann raussortieren in... Ja, ich weiß gar nicht. Ne? Man muss ja nicht unbedingt da auf eine Scheibe dann drauflegen. Die kann man ja gut aussortieren. Das passt dann. Das Essen ist jetzt im Ofen. Ich wollte heute eigentlich in den Kinderzimmern mal, ja, also die neuen Sachen, die da gekommen sind, die müsste ich auf jeden Fall noch wegsortieren. Aber... Eigentlich würde ich ganz gerne nochmal die Kinderzimmer nicht ausmisten, das haben wir ja erst, aber irgendwie ein bisschen umstellen, umorganisieren. Die Olivia hat auch die ganze Zeit jetzt im Kinderzimmer so einen Holzkorb von uns gehabt, den wir ursprünglich mal gekauft haben für so Zeitungsmüll, sage ich mal. Also wo man immer die Zeitung so reinschmeißen kann, dass man die dann in den Papiercontainer bringt. Und den hat sie jetzt die ganze Zeit in ihrem Zimmer gehabt und Stofftiere drin, weil sich die Stofftiere hier ansammeln wie nichts. Den habe ich jetzt heute Morgen einfach wieder ins Wohnzimmer gepackt und die Sachen einfach ausgekippt, die da drin waren. Tja, jetzt habe ich die Kinder abgeholt und es liegt immer noch hier. Es hat keiner weggeräumt. Es ist nicht weggeflogen. Also hier ist jetzt gerade richtig Chaos im Kinderzimmer. Weil die Olivia jetzt den alten Kaufladen von der Rosalind vom Dachboden bekommen hat. Weil die bei jemandem anderen, bei einem anderen Kind zu Hause Kaufladen gesehen hat, damit so schön gespielt hat, dann auch unbedingt einen wollte. Und dann war sie mal mit oben auf dem Dachboden, hat den gesehen und hat dann gefragt, ob sie den haben kann, ob der mit runter kann. Ja, klar, dafür steht er ja da oben, dass der irgendwann mal wieder runter kann. Ja, aber eigentlich ist dafür jetzt gar kein Platz gewesen. Jetzt steht der einfach hier. Mitten im Raum. Ja, da müssen wir uns jetzt mal was einfallen lassen. Ne? Also ich habe jetzt schon diesen Korbstuhl, der hier immer vor uns stand, den habe ich jetzt schon auf den Dachboden gestellt. Deine neue Kasse, ne? Habe ich euch ja auch schon letztens gefragt, was es da so für Stauraummöglichkeiten gibt. Also wir haben schon dieses Regal hier mit den Kisten, was ich eigentlich super finde. Da schmeißt man dann alles in die Kisten. Nur das Problem ist, da schmeißt man dann alles in die Kisten. Und die Kisten sind ja auch nicht endlos. Also, ja, ich werde gleich die Kisten einfach nochmal... Also, ich denke, bei der Olivia ist auch viel, was einfach so Schrott ist.
der einfach wegkam. Ne? Die Olivia, die kriegt halt immer überall auch eine Kleinigkeit und in der Apotheke so eine kleine Figur und dies und das häuft sich dann einfach. Ne? Damit kann man aber eigentlich nicht, also sie freut sich dann immer, aber am nächsten Tag liegt es dann in der Ecke. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt vielleicht von euren Kindern. Wenn ich Sachen wegräume, dann werden die auf einmal so nach 2, 3 Wochen wieder super interessant. Wenn man die dann so 1, 2, 3 Monate später wieder runterholt, ist das auf einmal, als hätte man das neu gekauft. Und dann wird auf einmal damit nur noch gespielt, dann ist das wieder ganz toll. Deswegen, jetzt haben wir den Dachboden und haben da Platz, Stauraum, werde ich das jetzt mal so einführen, dass mal ab und zu Spielzeuge hochkommen und dann immer mal wieder im Wechsel runter. Patrick ist ja eh jeden Tag oben, Homeoffice machen. Der kann ja dann die Sachen immer wieder mit runterbringen. Das werde ich jetzt, glaube ich, machen. So haben wir dann auch mal wieder ein bisschen Platz. Weil hier ist halt so viel, wie zum Beispiel dieser Spieltisch. Dann hier der Einkaufswagen. So größere Spielsachen, die halt einfach im Weg rumstehen. Dann haben wir noch hier so ein Schaukelpferd. Da wird auch alle 2 Monate mal einmal drauf geschaukelt. Also das mache ich jetzt gleich mal und mal gucken, ob ich hier ein bisschen Ordnung reinbekomme. Überlege ich mir mal was, dann werden wir in Ruhe essen und dann melde ich mich nachher mal mit dem Ergebnis, wenn es eins gibt. Ja, die ultimative Lösung habe ich jetzt, glaube ich, immer noch nicht gefunden. Aufgeräumt habe ich jetzt aber das kleine Chaoszimmer. Ich habe jetzt den Kaufladen einfach da in die Ecke gestellt, an die Wand. Da stand vorher das Bücherregal und ein Stuhl. Den Stuhl hatte ich ja schon weggepackt. Und das Bücherregal haben wir jetzt neben das Bett gequetscht, sage ich mal. Also ist schon alles ziemlich eng. Jetzt ist hier auch kein Platz mehr. Wir haben schon große Zimmer. Aber ja, das Bett von der Rosalind ist einfach jetzt hier im Moment ein bisschen zu viel. So, ja, das ganze Spielzeug, was hier rumlag, habe ich jetzt auch entfernt. Ein paar Sachen wieder aussortiert, ein bisschen Spielzeug, aber wirklich nur welches, was total unnütz ist. Das meiste, was ich jetzt aussortiert habe, haben wir jetzt einfach erstmal auf den Dachboden gebunkert. Das bleibt jetzt erstmal da stehen, bis hier wieder ein bisschen Platz ist. Oder man kann es ja auch einfach nur mal für einen Nachmittag zum Spielen runterholen. Die Kinder haben Koffer zum Beispiel, damit spielen die immer, aber die sind eigentlich für den Urlaub, die habe ich jetzt erstmal weggepackt. Ja. Hier ist unser Sammelsurium von Basteleien zu Corona-Lockdown-Tagen. Sieht doch jetzt ganz ordentlich aus für die nächsten 3 Stunden. Nein, die Kinder gehen ja gleich ins Bett. Also bis morgen Mittag ist hier erstmal Ordnung. Ja, morgen früh habe ich wieder Zeit. Da werde ich dann mit Rosalinds Zimmer weitermachen. Da mal nochmal ein bisschen Ordnung machen. Nochmal ein paar Sachen ausmisten, die so überhaupt gar keine Verwendung finden. Ja, hauptsächlich so Basteleien und so. Ich habe ja schon gesagt letzte Mal, dass ich so Erinnerungskisten machen will. Und dann werde ich die Rosalind fragen, ob das ein oder andere nicht schon da rein kann. Hier hat auch die ganze Fensterbank voll stehen und alles mögliche an den Wänden hängen. Muss ja eigentlich auch nicht. Und dann haben wir auch so viele Steine bemalt und auch Steine gefunden. Die können wir auch mal langsam wieder auslegen, würde ich sagen. Weil hier in der ganzen Wohnung auf jeder Fensterbank Steine liegen. Das war's dann heute wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert oder mir mal einen Kommentar schreibt. Oder auch gerne einen Daumen nach oben da lasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.